Hallöchen. Der Elvis und ich haben neulich Der Ja-Sager angeschaut. Ich weiß, es ist ein uralter Film, ich kannte ihn noch nicht. Und klar, es ist ein. Wer hat da nochmal mitgespielt beim Ja-Sager? War das Jim Carrey? Es ist ein Jim Carrey-Film, man kann lachen, ist auch ein bisschen blödsinnig vielleicht ab und an. Aber Elvis und ich haben danach sofort angefangen, darüber zu diskutieren, ob sowas überhaupt möglich ist, wenn man Eltern ist. Also, ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat. Die Quintessenz dessen war quasi, dass er zum Leben Nein gesagt hat und dann auf so einem Vortrag ist. Und dort war die Challenge, zu allem Ja zu sagen. Also wenn jemand kommt und sagt, hey, gib mir dein Auto, dann gibst du ihm das Auto. Und wenn jemand sagt, hey, mach mit mir eine Kreuzfahrt, dann machst du mit dem eine Kreuzfahrt. Und quasi die Quintessenz war, dass er viel zu wenig Ja gesagt hat in seinem Leben und dass es ja gut war, dass er sich Sachen getraut hat und so weiter und so fort. Und wir haben dann eben drüber philosophiert, wie das bei Kindern überhaupt ist. Brauchen Kinder diese Reglementierung der Eltern, dass sie sie quasi führen und aktiv sagen, das darfst du nicht? Oder würden Kinder vielleicht alleine auch viel bessere Entscheidungen vielleicht treffen, als es die Eltern vielleicht manchmal denken? Und schränken wir sie dadurch vielleicht sogar ein in ihrer Entwicklung? Es gibt ja mittlerweile auch sehr viele verschiedene Erziehungsströme, sage ich jetzt mal. Und gerade bei der sanften Erziehung habe ich schon des Öfteren gelesen, dass Eltern versuchen, ihren Kindern das Wort Nein zu ersparen. Also sie benutzen das Wort Nein in ihrer Erziehung nicht, weil sie sagen, Nein ist negativ und man muss es immer positiv ja, formulieren, wenn man etwas von dem Kind möchte oder es verständlich formulieren, wenn man etwas nicht möchte, was das Kind macht. Von daher fand ich das ganz interessant und wir haben uns gedacht, da wir ja sehr experimentierfreudig sind, probieren wir das Ganze einfach mal eine Woche lang aus. Sprich, sagen eine Woche unseren Kindern ja, beziehungsweise sagen ihnen nicht nein und schauen dann, was am Ende dabei rauskommt und ob sie am Ende zu kleinen, herrschsüchtigen Tyrannen werden. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt dran. Damit dieses Experiment nicht komplett aus den Rudern läuft, haben wir uns natürlich überlegt, wie können wir es schaffen, dass das einigermaßen vernünftig abläuft und unser Haus und unsere Familie und sämtliche Routinen nicht völlig aus dem Ruder laufen. Also haben wir beschlossen, dass es zwei Grundregeln gibt. Grundregel Nummer eins: Die beiden dürfen nicht erfahren, dass es diese Challenge, dieses Experiment gibt. Und Regel Nummer zwei: Ja zu sagen bedeutet nicht automatisch alles zu erlauben. Also bei dem Ja-Sager-Film war es ja so, dass er wirklich sein Auto hergegeben hat, wenn ihn jemand darum gebeten hat. Als Eltern muss man aber natürlich gucken, dass gewisse Sachen eben gewährleistet sind, wie dass sie sich einigermaßen vernünftig ernähren, dass sie nicht sich nur von Chips und Keksen ernähren. Außerdem muss man gewisse hygienische Dinge beachten, also die sollten mal baden, Hände waschen, Zähne putzen und so weiter. Und sie können natürlich auch nicht den ganzen Tag einfach vom Fernseher hängen. Aber unsere Challenge ist trotzdem, ihnen eben nicht Nein zu sagen, so wie es eben von manchen Eltern auch in der sanften Erziehung praktiziert wird. Das heißt, wenn ich wirklich nicht möchte, dass sie 5 Stunden am Tag Fernsehen gucken, dann muss ich halt entweder klare Grenzen setzen oder eben in so einer Situation dann Alternativen bieten, sodass sie vielleicht von alleine das tun, was ich gerne möchte, dass sie tun. Was aber natürlich auch eine Herausforderung ist. Es ist natürlich leichter zu sagen, nein, du hörst jetzt damit auf, als zu sagen, komm, lass uns das machen und komm, lass uns das machen. Von daher hatte ich natürlich schon ein leichtes, mulmiges Gefühl, als ich in diese Woche gestartet bin. Wie ist es also gelaufen? Tag Nummer 1. Levian hat mich natürlich gleich nach dem Aufstehen sofort daran erinnert, dass wir dieses Experiment haben. Und er war an diesem Morgen sehr verschmust und sehr verkuschelt und Josef wollte runter, Levian wollte noch kuscheln. Zum Glück musste Elvis ein bisschen später in die Hochschule. Und ja, Levian hat mich dann einfach gebeten, dass wir noch weiter im Bett kuscheln. Und dann haben wir gekuschelt und gekuschelt und gekuschelt. Was ich dann natürlich auch irgendwo süß fand, weil normalerweise sage ich schon, nee, Levian, der Josef, der ist jetzt unten, wir müssen jetzt Essen machen, uns anziehen und so weiter. Aber es war auch schön, dass ich einfach dem quasi nachgeben konnte, diesem Bedürfnis, was er jetzt hat. Und genau, wir hatten also fertig gekuschelt und dann wollten wir nach unten gehen. Und dann hat er natürlich gefragt, ob ich ihn nach unten tragen kann. Und ich meine, der Kleine, der wiegt jetzt fast 20 Kilo. Das heißt, ich trage ihn normalerweise nicht mehr allzu häufig. Ich sage ihm immer, komm, du bist schon groß, du hast starke Füße, lass uns gemeinsam laufen, ich nehme dann deine Hand. Aber ich habe dann ja gesagt. So, gehen wir runter? Ja, Okay, dann nur, komm. wenn du mich trägst. Okay, komm her. Und hups. Ui. Alles okay. Alles okay. Jetzt gehen wir runter. Beim Frühstück hatten die beiden dann auch natürlich sehr genaue Vorstellungen davon, was sie essen wollten. Was willst du? Das Essen? Nein. Was haben wir denn da? Okay. Eine
Kartoffeln. Eine Riesenmilchbrötchen. Aber lass uns das erstmal schneiden, ja? Komm, wir schneiden das. Ich nehme das schon auf. Ich kann das. Willst du das nicht schneiden? Na, das kann ja was werden. Na toll. Siehst du, ich hab's. So, Gesundheit. Gesundheit. Komm in die Küche, erstmal ein bisschen Hefezopf. Levian hat dann auch so einen kleinen Brause-Traubenzucker-Lolli gefunden, während er das Müsli im Schrank gesucht hat, den er dann natürlich auch wollte. Was sagst du? Ich hole auch ein Müsli. Okay. Das ist noch mehr Hunger. Das ist sehr gut, denn das da musste ich ihm leider auch schon versprechen. Aber das ist sehr gut, Levian, dass du auch an was Richtiges zu essen denkst. Und dann war ich total überrascht, weil er dann sagte, aber zuerst möchte ich mein Müsli essen. Und er holte sich dann seine Müsli-Packung und seine Schüssel und hat zuerst mal sein Müsli gegessen. Und dann auch eine ganze Weile, ich glaube erst nach 2-3 Stunden kam er dann und hatte sich an diesen Lolli erinnert. Da war ich schon sehr, sehr stolz. Das war aber nur von kurzer Dauer, denn kam dann natürlich beim Frühstücken die Frage, oh Mama, können wir beim Essen nicht vielleicht eine Folge Anna und die wilden Tiere gucken? Und normalerweise versuche ich schon gerade diese Essenszeit, so als Familienzeit, dass man gemeinsam am Tisch sitzt und zusammen Frühstück quasi frühstückt zu... Wow, es gewittert. Was wollte ich sagen? Also ich versuche, dass wir quasi diese Essenszeit als Familie genießen und uns nicht die ganze Zeit nur von Medien berieseln lassen. Aber ich habe es natürlich erlaubt. Und es kam natürlich auch, wie es kommen musste. Es sollte nicht bei einer Folge bleiben. Und dann dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt? Und da habe ich dann gemerkt, dass es wirklich ganz gut ist und dass Kinder das unglaublich brauchen, dass wir als Eltern die Dinge, die wir wollen, ganz klar formulieren. Und ich habe dann gesagt, okay, Levian, ihr habt jetzt eine Folge geschaut, ihr dürft jetzt noch eine Folge schauen und danach ist aber Schluss. Und dann möchte ich nicht, dass du mich noch einmal danach fragst, noch eine gucken zu dürfen. Und es hat dann tatsächlich gut funktioniert. Am nächsten Tag wollten die Kinder dann gerne mit dem Fahrrad ins Schwimmbad fahren. Und ich dachte mir noch, also wenn wir jetzt ins Schwimmbad fahren, der Jose, der ist hinten im Anhänger und der Levian fährt mit dem Fahrrad, wird er das denn schaffen, nach dem Schwimmbad noch zurückzufahren mit dem Fahrrad? Und ich habe ihm dann auch gesagt, du Levian, also das ist schon schwer, also schon eine lange Strecke. Also wir haben bestimmt 50 Minuten gebraucht mit den Kindern, also hin und wieder zurück. Also doppelt, also im Endeffekt dann fast 2 Stunden, die er Fahrrad fahren musste, plus Schwimmbad. Aber ich dachte mir, okay, wir probieren es aus. Wenn nicht, dann keine Ahnung. Aber das hat erstaunlicherweise auch gut funktioniert. Also er hat dann nicht gemeckert, weil er hat mit mir abgemacht. Er darf dann nicht rummeckern und hat dann zwar irgendwann gefragt, Mama, wie lange noch? Und ich habe dann gesagt, noch 10 Minuten. Und dann sind wir so von Minute zu Minute, haben wir uns vorgetastet. Also natürlich nicht die echten Minuten. Dafür wäre die Strecke leider noch zu lang gewesen. Aber das hat ihm einfach geholfen, diese Strecke so ein bisschen einordnen zu können, wie lang es dann nun wirklich noch ist. Am Dienstag wollten die Kinder dann wieder mit dem Fahrrad, also das mit dem Fahrrad fahren, das hat ihnen einfach super Spaß gemacht, wollten sie zur Bibliothek fahren. So, die Kinder wollten heute unbedingt in die Bibliothek und sich neue Bücher holen. Sie sind also hergefahren und haben dann leider festgestellt, die Bibliothek hat bei uns am Montag komplett geschlossen. Das heißt, wir sitzen jetzt hier einfach auf dem wunderschönen Bibliotheksgelände, machen ein kleines Picknick, haben noch kurz beim Penny Blaubeeren und Chips, hat sich Levian ausgesucht, gegessen und genießen jetzt einfach diese lauschigen 20 Grad. Und das fand ich auch ganz interessant, dass sie jetzt nicht nur Süßigkeiten oder sonst was wollten, sondern dass sie auch gesagt haben, sie wollen Blaubeeren, weil sie durften wirklich komplett allein entscheiden, was sie nehmen wollen. Ja, also ich muss sagen, bis zu diesem Zeitpunkt war ich echt positiv überrascht, dass jetzt gar nicht so schlimme Sachen kamen. Am nächsten Tag wollte Levian und auch Josua, der kann das nur noch nicht so gut verbalisieren, aber wollten mir dann beim Putzen helfen. Und es ist so, dass gerade wenn ich so einen Eimer mit vollem Putzwasser durch die Wohnung schleppe, voller Eimer mit Putzwasser und Josua, ist eigentlich keine gute Idee. Aber Levian hatte gefragt und Josua wollte dann natürlich auch gleich mitmachen. Da dachte ich mir, okay, dann probieren wir es halt. Und natürlich hat es nicht funktioniert, also das konnte ich mir eigentlich schon ausrechnen. Aber ich muss trotzdem sagen, die Kleinen hatten ihren Spaß, die haben super mitgeholfen. Also Levian hat die Fenster geputzt und die Tische geputzt und er hat sogar die Bank, unsere Bank hier hinten, die da richtig geputzt. Und ich dachte mir, oh ja, die habe ich wirklich schon länger nicht mehr geputzt. Und fand es toll, dass er da mitgeholfen hat. Und von daher hat mich das auch wieder ein bisschen gelehrt, da vielleicht ein bisschen mehr zuzulassen und sie mehr einzubinden. Auch wenn es natürlich im Endeffekt eine saumäßige Sauerei gegeben hat, aber es ist ja nichts, was man nicht mit ein paar Handtüchern wieder beheben könnte. Auch was das Essen angeht, also wer meine Kinder kennt, der weiß, dass gerade Levian natürlich schon jemand ist, der eher picky ist mit dem Essen. Also er isst
keine Soßen oder Suppen oder Salate oder irgendwas, aber dafür isst er alles Gemüse und alles Obst im rohen Zustand. Also ich gebe ihm dann halt einfach seine trockenen Nudeln und Tomaten und Gurken und Paprika und er snackt das so quasi nebenher. Von daher war das für mich kein Problem. Also da habe ich auch festgestellt, da bin ich einfach generell keine Mama, die da sehr, sehr streng ist, was das Essen angeht. Ich bin einfach froh, wenn ja, meine Kinder gerne Obst und Gemüse essen, weil ja, man sollte sich halt einfach hauptsächlich davon ernähren. Von daher war das eigentlich so wie immer. Was aber witzig war, war, dass Levian, der trinkt abends gerne mal nochmal ein Glas Milch. Aber diesen Abend wollte er unbedingt das Ganze mit Traubensaft vermischen. So, jetzt probier mal deine Mixtur. Es stinkt. Es stinkt, lass mal riechen. Nein, es riecht einfach nach Traubensaft mit Milch. Ja, jetzt probier's auch. Du wolltest das haben, jetzt probier's. Dann mit Wasser. Noch mit Wasser? Glaubst du, das schmeckt dann besser? Ja, mit Wasser wird alles besser. Mit Wasser wird alles besser. Das riecht jetzt noch ekliger. Hm? Probier's, Vorsicht mit dem Glas. Das schmeckt nur nach Wasser. Okay. Na, dann trink's aus und dann gehen wir ins Bett. Und ich sterbe davon nicht. Und ich konnte mir schon ausrechnen, dass er das dann macht und dann schmeckt es ihm nicht und dann muss ich es wegschmeißen. Und ich möchte ihn schon dafür sensibilisieren, dass man nicht den Teller sich so voll macht, dass man dann die Hälfte wegschmeißen muss und so. Aber ich habe es ihm dann natürlich erlaubt, weil er es unbedingt wollte. Und ja, seine Begeisterung hielt sich auch in Grenzen. Aber ich muss auch sagen, ich fand es dann trotzdem interessant, dass er diese Erfahrung einfach machen konnte, dass er es einfach mal selber ausprobiert. Und mir ist dann eingefallen, dass ich das früher auch gemacht habe. Ich habe auch Milch mit Traubensaft gemischt. Man muss nur sagen, dass mir das geschmeckt hat. Levian hat es jetzt nicht so gut geschmeckt. Aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht, seinen Kindern auch einfach mal die Möglichkeit zu geben, etwas auszuprobieren. Im Großen und Ganzen ist dieses Experiment also recht unspektakulär gewesen. Na klar, natürlich, wenn mal Sachen da waren, die wirklich nicht sein sollten, wie eben das Fernsehen gucken oder dass man sich gegenseitig die Spielsachen wegnimmt. Klar, da musste ich schon eingreifen, aber ich habe dann schon eher versucht, nicht einfach zu sagen, nein, du lässt das jetzt sein, sondern zu erklären und das Verständnis hinter der Sache zu fördern, meinen Kindern quasi zu erklären, warum würde ich jetzt nein sagen. Und ich glaube, das ist was man aus dieser oder was ich aus dieser Challenge am meisten mitnehmen kann, die Kinder und ihren Willen und ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist die wahre Herausforderung, die man als Eltern hat. Die Kinder irgendwie, das Positive in den Kindern zu fördern, aber gleichzeitig auch anzuerkennen, dass es eigenständige kleine Persönlichkeiten sind, die einen eigenen Willen haben, die die Welt auf ihre Art und Weise erkunden möchten und dass man als Eltern wirklich nur versucht, dass sie nicht dabei draufgehen, weil sie halt einfach unglaublich waghalsig sind zum Teil, sich und anderen nicht schaden und ja, einfach gute moralische Vorstellungen haben, dass sie Mitgefühl entwickeln, dass sie hilfsbereit sind, dass sie freundlich sind und so weiter. Und dass sie hauptsächlich vor allen Dingen auch Liebe brauchen. Das ist etwas, was ich in dieser Woche wieder sehr arg gemerkt habe, ist, dass die meisten Fragen eigentlich immer darum gingen, Mama, kuschel mit mir, Mama, beschäftige dich mit mir. Wo man vielleicht sonst sagt, oh nee, du, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich muss jetzt gerade Essen machen oder ich muss jetzt gerade das und das machen. Und es war witzig. Einmal hat er dann wirklich gesagt, ja Mama, dann machst du jetzt halt kein Essen, wir kuscheln jetzt. Und dann kam aber dann der Hunger und Mama, ich will doch was essen. Und ich sage, ja Levian, du hast jetzt mit mir gekuschelt, ich habe jetzt kein Essen. Und da hat er dann auch selber verstanden, okay, da hätte ich vielleicht vorplanen müssen. Und am nächsten Tag meint er dann auch, okay Mama, dann lass uns was kochen und ich helfe dir dann und dann können wir zusammen spielen. Also es ist wirklich so, dass Kinder nicht so dumm sind, wie wir manchmal vielleicht denken und dass die besser mitdenken, als man es vielleicht erwarten würde. Ich muss aber auch sagen, dass ich Nein schon als positiv erachte. Ich finde nicht, dass Nein ein schlechtes Wort ist. Und ich finde es auch gut, wenn Kinder lernen, mit einem Nein umzugehen. Weil klar, sanfte Erziehung ist gut, aber die Welt da draußen, die ist nicht sanft. Und ich glaube, es ist auch gut, dass Kinder lernen, mit Grenzen umzugehen. Und ich finde es auch gut, wenn Kinder auf ein Nein auch einfach mal hören. Dass wenn ich sage, nein, du tust das jetzt nicht, ich nicht immer Ewigkeiten rumdiskutieren muss. Und das merke ich schon bei Levian, weil Levian ist ähnlich wie ich jemand, der sehr, sehr gerne diskutiert. Ich glaube, dieses Video wird viel zu lang. Kann das sein? 20 Minuten, Himmel. So viel also zu dem Experiment. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr gebt uns einen kleinen Daumen nach oben und abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.
Bis dann. Tschüss. Ich möchte dir helfen, Joshua. Aber du bist doch schon so müde. Nein. Ach doch. Komm, Joshua, wir wollen rein. Lass uns rein, bitte. Komm, ich helfe dir.